Ja, hallo und herzlich willkommen auch heute wieder zum DeFi.jetzt-Podcast. Heute zu einem Tutorial über die Delta-neutralen Handelsstrategien. Dafür haben wir uns heute den Professor Dr. Falko Tappen eingeladen. Hallo Falko. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Der Thor ist auch mit am Start. Hallo Thor. Hallo. Und da das ein Tutorial ist, machen wir heute nur eine ganz kurze Vorstellungsrunde, denn ein großer Podcast über das Thema Krypto und Steuern, der kommt ja noch. Hallo Falko erstmal. Du hast deine eigene Steuerberatungskanzlei, habe ich gehört. Ja, ganz genau. Also ich bin von Haus aus eigentlich Anwalt mal gewesen, muss ich sagen. Viele Jahre in internationalen Großkanzleien tätig gewesen. Dann habe ich eine Professur bekommen an der damaligen Fachhochschule, heute Hochschule in Worms. Und dann habe ich die Freiheiten genutzt und habe auch eine Steuerberatungskanzlei mit einigen Mitarbeitern gegründet, die an verschiedenen Standorten in Rhein-Main und Rhein-Neckar tätig ist. Schwerpunkt sind nach wie vor internationale Mandanten, die Interesse an Steuergestaltungen haben, aber halt auch das ganz klassische Geschäft vor Ort haben wollen, FIBU, Steuererklärung und all solche Sachen. Und auf diese Art und Weise kam ich eben auch logischerweise mit Krypto in Kontakt. Und da hat sich dann doch einiges entwickelt in den letzten Monaten. Ah ja, okay. Also sprich, gehst du jetzt erst seit ein paar Monaten in die Krypto-Szene, Krypto-Steuer-Szene? Naja, schon, also eigentlich ist es schon, habe ich die Krypto-Szene von Anfang an mit begleitet. Einfach am Anfang, wie das halt so kommt. Ne? Noch lange bevor das größere lukrative Mandate waren, kam ja von studentischer Seite der Input. Das kam es halt im Prinzip über die Wissenschaft ist das Ganze gekommen. Ne? Man muss sich das so vorstellen, ich bin im Hörsaal, erzähle irgendwelche hoffentlich nicht allzu langweiligen Dinge und dann habe ich halt gegenüber schlaue Studenten, die Sachen ausprobieren und die werfen dann rein, ja, aber wie ist das denn mit den Einkünften aus 22, 23 ESTG, wenn es um Mining geht und Krypto, ja, und Farming und Airdrops und all so Zeug. Ne? Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du dann Prof bist, dann kannst du nicht einfach sagen, ja, weiß ich eigentlich nicht, ja, weil das ist besonders lahm. Und dann greift man das auf und selbst wenn du dir ganz am Anfang irgendwann mal rote Ohren geholt hast, das passiert dir kein zweites Mal. Und dann arbeitest du dich da richtig rein, wurschtelst dich rein. Und wenn du dann irgendwie schlaue Studenten, schlaue Sparringspartner hast, dann kannst du denen auch wirklich was erzählen. Und so fing das irgendwie ganz am Anfang an. Das war noch zu Zeiten, als man, ja, ne, als Bitcoins wirklich ganz große Kapriolen geschlagen haben, viel Geld gemacht wurde und dann verbrannt wurde und so Zeug halt. Ne? Zu einer Zeit, als man Mining noch verstärkt auch noch in Deutschland gemacht hat, all so Zeug. Ne? Und wenn man da heute drüber redet, dann kommt man sich so vor, als ob man irgendwie von einer Zeit von vor Hunderten von Jahren spricht. Dabei ist das ja noch gar nicht so lange her. Ne? Das stimmt, genau. Die Zeit in Krypto geht schneller voran als in der normalen Welt. Ja, ganz genau. So, und dann, das ist so der normale Lebenszyklus. Zuerst kommen so Ideen auf, ja, und nach einigen Wochen und Monaten schlägt das dann in die Mandatsbeziehungen um. Ne? Weil Leute haben dann was ausprobiert, haben dann Geld verdient und kommen dann auf diese Art und Weise dann später dann auch in die Kanzlei. Und da ist das natürlich eine ganz schöne Verbindung, erst Wissenschaft, sich abstrakt und theoretisch mit etwas beschäftigen und dann kommen die Mandanten und dann siehst du auch, was wurde konkret umgesetzt und wie kannst du da helfen, dass das ordentlich dann auch zu Ende geführt wird. Das ist das, was ich halt mache. Ne? Und das macht mir auch sehr viel Freude, weil du halt quasi von der Wiege bis zur Bahre Themen begleitest. Ne? Du siehst halt, wie sich etwas im Markt entwickelt, ziemlich früh. Und kannst es dann halt eben auch bis zur Bahre in der Betriebsprüfung und Ähnlichem dann halt begleiten. Ne? Und so, das ist das, was ich mache. Ne? Und auch weiterentwickeln, ne? Weil es ist ja keine Einbahnstraße. Ja. Ne? Du musst dir so eine Hochschule, musst dir vorstellen, wie so ein Hub, wie so ein brodelnder Topf, wo Leute irgendwie Sachen aus ihrem Privatleben mit reinbringen, wo sie Sachen versuchen auch zu entwickeln. Und da kann man dann als Prof dann auch ja, ein guter Gegenüber sein. Da werden Bachelor-, Masterarbeiten geschrieben darüber. Ne? Du kannst Sachen ausprobieren, die du in der Wirtschaft, in der Kanzlei, in einem Wirtschaftsunternehmen so eigentlich gar nicht machen kannst, weil du hast gar nicht, also ich meine, da muss ja immer alles bezahlt werden. Und hier kannst du auch mal Sachen forschen und entdecken,
wo du von vornherein gar nicht genau weißt, ob dich dafür jemand bezahlt. Und dann kannst du, wenn das halt erfolgreich war, dir überlegen, was man sonst noch damit machen kann. Ne? Das Thema ist auf jeden Fall, das ist das Witzige, es entwickelt sich ja auch ständig noch weiter. Wir sind in Deutschland, habe ich das Gefühl, mit den Steuergesetzen, was Krypto angeht, noch ein bisschen hinterher. Das Steuerrecht erschlägt zwar vieles da mit seinen sonstigen Einkünften und das ESDG, das Netz ist weit gespannt, verstecken kannst du dich ja nicht, aber ja. Ich habe immer das Gefühl, die Österreicher sind uns einen kleinen Schritt immer noch voraus. So. Naja, also die Österreicher, ich mag Österreich total gerne und das Essen ist super und die Berge sind toll, ja, aber das würde ich gar nicht mal so sehen, weil ich glaube, das ist ein weit verbreitetes Missverständnis im Kryptobereich, aber auch in anderen technischen und wirtschaftlichen Bereichen findet man das auch. Aber jetzt gerade aktuell im Kryptobereich ganz verstärkt, dass man glaubt, die Juristen und die Finanzbeamten sind blöd. Ja? Die wissen gar nicht, was wir hier eigentlich so machen. Ja? Die sind nicht so schlau, die sind konservativ, traditionell veranlagt, ja. Und die schlafen den Schlaf der Gerechten, während wir Techniker, wir sind an vorderster Front und denken uns tolle Sachen aus. Ja? Und bis die aufwachen, sind wir längst über alle Berge. Das ist ein grandioses, tragisches Missverständnis. Ja? Und zwar liegt das daran, dass man unterschätzt, wie unser Rechtssystem gebaut ist. Ja? Es basiert auf einer, wenn man so will, sogar Jahrtausenden alten Tradition, Rechtstradition. Die haben sich nicht irgendwelche schlafenden Juristen oder so ausgedacht, ja, irgendwo und dachten irgendwie halb lieblos, ja, sie würden jetzt was zusammenbasteln, sondern das ist ein System, was unglaublich flexibel ist, sehr wirkmächtig ist und etwas langsamer reagiert, als wir es uns manchmal wünschen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht extrem gut sich auf neue Entwicklungen anwenden lässt. Und das wird ganz häufig in der Community unterschätzt, mit ganz fatalen Folgen. Es gibt keine Lücke in Bezug auf Krypto. Sowas gibt es hier nicht. Sowas wird häufig deutlich, wenn man meint, man hätte so das Ei des Kolumbus entdeckt, steuerfreie Einkünfte, abzugsfähige Verluste gleichzeitig, ja, ohne dass da irgendwo ein Geschmäckle dabei ist, weil der dumme Gesetzgeber es nicht gemerkt hat. Das ist mitnichten richtig. Ja. Wenn du dir anguckst, was diese ganzen Systeme oder die ganzen Ideen, wie die ganzen Ideen enden, dann wird man sehr schnell feststellen, dass irgendwann, viele Jahre, nachdem sie auf den Markt gekommen sind, in der Rechtsprechung erläutert wird, warum mit dem bestehenden Instrumentarium ein in sich schlüssiges und wirtschaftlich nachvollziehbares Ergebnis entstanden ist. Damals schon. Und nur die Leute, die ganz am Anfang nicht verstanden haben, wie man das Recht richtig anwendet, haben geglaubt, sie hätten eine ganz tolle Lücke gefunden und werden auf einmal ganz schnell reich und müssten keine Steuern darüber zahlen. Ja? So, und das ist ein Missverständnis. Unser Rechtssystem ist unglaublich anpassungsfähig. Das Zivilrecht, ja, als Grundlage auch zum Teil fürs Steuerrecht, ist unglaublich anpassungsfähig. Ne? Basiert zum Teil auf römischem Recht. Ja? Und das hat über die Jahrhunderte und Jahrtausende überdauert. Im Guten wie im Schlechten. Ja, nur mal als kleines Beispiel. Ne? Ja, ich meine, nehmen wir mal ein ganz grausliches Beispiel aus der deutschen Vergangenheit. Ne? Das BGB galt im Dritten Reich genauso wie davor und danach. Ja? Das heißt, egal was für eine Gesellschaftsform ich habe, egal welche guten oder schlechten Ideen Regierende verfolgen, das Rechtssystem hat eine unglaubliche Kontinuität und ist wirksam. Heißt konkret bei uns, wenn wir über Krypto sprechen, wir müssen uns nur fragen, wie werden die bestehenden Regeln richtig schlüssig angewendet? Und bei dieser Anwendung gibt es ein richtig und ein falsch. Auch das ist ein weiteres Missverständnis, wo man sagt, naja, das kann man doch alles auch so sehen oder anders sehen und so. Wer sagt denn, dass das so oder so ist? Auch das ist ein Irrtum. Es gibt richtig und falsch. Das Problem ist nur, wir wissen im Moment nicht genau, weder du noch ich, was ist richtig und was ist falsch. Aber unser System sorgt dafür, dass es eine letzte Instanz gibt, die entscheidet für alle verbindlich, was ist richtig und was ist falsch. Und das sind unsere höchsten Gerichte. Das haben wir so definiert, demokratisch abgesegnet und so ist es. Und die Kunst besteht jetzt darin, das bestehende System richtig zu verstehen und auf neue Fragestellungen die richtigen Antworten auf der Basis unseres Systems zu finden. Und das kann man mit Krypto ganz hervorragend
praktizieren. Und dann gibt es überhaupt gar keine Lücken. Und dann brauche ich auch eigentlich gar keine neuen Gesetze. Die Frage ist, ob eine andere Frage ist, und da bin ich ganz bei dir, die andere Frage ist, ob der Gesetzgeber fiskalisch diese Ergebnisse so mittragen möchte. Und da kann man sich vielleicht schon die Frage stellen, okay, vielleicht will er das so nicht. Ja, aber Lücken gibt es nicht. Ja. Das stimmt. Also, um es mal ganz konkret zu machen, Mario, du unterbrichst mich, wenn ich dazu zu theoretisch werde. Wir wollen es mal ganz konkret machen. Also, wenn wir von Krypto sprechen und steuern, und da machen wir, wenn ich das richtig verstehe, machen wir das ja heute nur so im Überblick. Da weiß ja jeder im Grunde schon, naja, irgendwie gibt es da so eine Jahresfrist. Ne? Weiß nicht jeder. Naja, gut, ja, naja, halt so doch. Also, die meisten wissen ja gar nicht, dass sie Steuern bezahlen müssen, wenn sie Kryptogewinne machen. Da fängt es ja schon mal an, dass sie dadurch ja, in die Jahresfrist okay. kommen. Ja, genau. Okay. Also, es gibt halt immer noch Leute, die glauben, nur weil es auf dem Bildschirm rumtanzt, ja, ist das alles nicht echt. Ja, ja. Und erst dann, wenn ich auf meinem Konto Geld gut geschrieben habe, muss ich, glaube ich, irgendjemandem was erzählen. Na, das ist natürlich noch sehr weit in den 90ern verhaftet vielleicht. Ja. Also auch das, was auf dem Bildschirm als Pixel durch die Gegend hüpft, ist real. Ja, jedenfalls für das Rechtssystem und für den Fiskus. Naja, und wenn ich mit Kryptos handle, dann muss ich, wenn ich Gewinne erziele, Steuern zahlen. Wenn ich Verluste erleide, kann ich die unter bestimmten Voraussetzungen abziehen. Und dann gibt es so ein paar Offensichtlichkeiten, ja, und Sachen, die man halt so in den Communities und Chats halt hin und her bounced. Also wie zum Beispiel, dass man, wenn man Kryptogewinne hat, nach Ablauf eines Jahres, dass man dann keine Steuern zahlt und so Zeug. Ne? Und diese Erkenntnisse stammen oder kann man erlangen auf der Grundlage unseres ganz normalen Steuersystems. Und da sieht man, dass Kryptos im Grunde genauso behandelt werden wie viele andere Dinge, die auf, wenn ich es mal flapsig sagen soll, auf Rudis Resterampe lagen. Ja, ja. Auf dem, bei den sonstigen Einkünften, da findet man andere schöne Dinge, wie zum Beispiel Uhren, Rolex oder Kunstgegenstände, irgendwelche Radierungen oder irgendwie Skulpturen, die man kaufen und verkaufen kann. Na, alles das, was die Schönen und Reichen hin und her bewegen, das findet man dann dort in der Gegend, wo man heute auch Kryptos verortet. Auch Immobilien übrigens. Ja. Ne? Und da gibt es Spekulationsfristen und wenn man da die beachtet, dann muss man keine Steuern zahlen. So, und in dieser Welt bewegen wir uns. Und diese Welt kennt aber knallharte Regeln. Und diese knallharten Regeln kann man, wenn man sie strategisch nutzt, zu seinem Vorteil nutzen. Und das ist auch absolut legitim. So sind die Regeln gemacht. Da hat der Fiskus nichts dagegen. Also emotional vielleicht schon, aber jedenfalls rechtlich nicht. Ja, weiß man nicht. Ne? Und die Rechtsprechung hat uns klare Regeln aufgezeigt, die, wenn wir sie beachten, dazu führen, dass man mit all diesen Gegenständen Inflationsverluste bekämpfen kann, Vermögen aufbauen kann. Und das macht halt Freude in der Steuergestaltung. Ne? Das ist das, was man halt dem Mandanten erzählen kann, aber auch genauso den Studenten und interessierten Kreisen. Und ich denke mal, das ist was, das beleuchten wir näher, wenn wir halt uns über Steuern und Krypto unterhalten, oder? Ja. Was meinst du, Mario? Ja, also da bin ich, habe ich ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, da freue ich mich sehr schon auf den kommenden Podcast noch. Wo es dann wirklich um Krypto und Steuern geht. Das ist diese sonstigen Einkünfte, die sind wie so ein Kescher, erzähle ich das meinen Leuten immer, die halt einfach an alles, was der Steuergesetzgeber noch nicht gedacht hat, holen sich die sonstigen Einkünfte und deswegen auch Krypto. Es gibt ja viele, die sagen, ja, aber da, wie du es schon sagst, da freue ich mich auf das nächste Gespräch, Krypto und Steuern. Ganz genau. Ne? Und man kann tolle Sachen dort machen. Ja, ich glaube auch, das wird spannend. Weil man kann dort Dinge machen, die man früher mit Wertpapieren und Aktien auch gemacht hat, bis 2009, und die dort halt eben nicht mehr gehen. Früher war es so, dass Aktien auch dort waren, ne, wo wir jetzt mit unseren Kryptos sind. Und dann hat der Gesetzgeber gesagt, nee, findet er blöd. Lieber, wie war das, 25% von ein bisschen als 100% von nichts. Ne? Und Kryptos sind immer noch dort. Und deswegen schauen wir uns das bei unserem nächsten Treffen genauer an. Heute haben wir was anderes vor. Genau. Ja, heute wollen wir ja über delta-neutrale Handelsstrategien reden. Ja, ja, ganz genau. Was ist denn eigentlich delta-neutral? Ja, weißt du, das ist etwas, das ist geboren aus meiner konkreten Mandatsarbeit. Ja? Mandatsarbeit basierend auf dem, was ich in der Hochschule halt so gesehen habe.
und was sich quasi wie ein roter Faden aus meiner früheren Tätigkeit als Wirtschaftsanwalt bis in die Gegenwart rüberzieht. Genauso wie es ein weit verbreitetes Missverständnis ist, dass der Gesetzgeber und die Finanzverwaltung doof sind und schlafen, das, was halt wirklich definitiv falsch und dümmlich ist, ist es genauso falsch zu glauben, dass Investmentbanken alles auf Rot oder Schwarz setzen und dann hoffen, sie gewinnen. Ne? Das ist so eine typische Boulevard-Meinung. Ne? Ja, die bösen Banken zocken und so weiter. Ne? Und wenn sie gewinnen, ist alles toll. Und wenn sie verlieren, gehen sie pleite und der Staat rettet sie. Ne? Also man kennt halt irgendwie diese Stammtischparolen. Aber das sind halt auch wirklich Stammtischparolen. Ja? Es gibt natürlich immer irgendwo Beispiele für alles Mögliche. Klar, es gibt auch verrückte Trader. Es gibt Leute, die rücksichtslos irgendwelche Risiken eingehen und dann nachher sagen, sie wären hochintelligent. Aber das ist nur ein kleiner, nicht repräsentativer Ausschnitt aus der Realität. Die Realität sieht ganz anders aus. Die Realität sieht so aus, dass in den Stuben der institutionellen Investoren, der institutionellen Anleger, Leute sitzen, die echt was von Mathematik verstehen, Finanzmathematik verstehen, die sich perfekt mit Risiken ausgehen und die von morgens bis abends nichts anderes machen, als sich mit Risiken und dem Management von Risiken zu beschäftigen. Das ist eine Wissenschaft. So. Und in dieser Wissenschaft gibt es bestimmte Strategien, die diese institutionellen Anleger kennen. Und dann gibt es wie so ein richtiges Name-Dropping. Ah, was machst denn du? Ach, dies und jenes und so weiter. Ne? Und je nachdem, welche Risikoposition ich akzeptiere, ja, welches Verlustrisiko ich noch akzeptieren kann, je nachdem habe ich auch eine Chance auf eine bestimmte Performance, auf einen bestimmten Gewinn. Und so gibt es häufig eine Korrelation zwischen Gewinn und Risiko. Und die Kunst besteht darin, für den entsprechenden Risikoappetit die passende Strategie zu finden. So. Jetzt ist, Krypto selber höchstes Risiko eigentlich. Nein, ist ja alles genau. Ich habe total, würde ich komplett erstmal sagen, viel zu einfach. Ich erinnere mich an eine, weißt du, ich muss, wenn ich nach Worms fahre, höre ich immer so CDs, so Steuerberater-Update-CDs. Ich sage mit Absicht nicht, weil man weiß ja nicht, wer alles zuhört, ne? Sage ich nicht, welche CDs das sind, weil ich mag die eigentlich schon, ne? Und dann sind die Sprecher dort und dann kam dann irgendwie, ich weiß nicht, war das vor drei Jahren oder dreieinhalb Jahren? Ja, irgendwie so vielleicht. Dann fuhr ich da auf der A5, ja, und dann hörte ich irgendwie die Kommentierung zu Bitcoin und Krypto und dann haben die gesagt, ja, also ein seriöser Investor kann dieses hochvolatile Instrument eigentlich nicht verfolgen. Davon ist nur, da ist zu warnen vor und das sollten Sie lieber Ihren Mandanten ausreden oder so ungefähr. Ja. Und da habe ich gedacht, wie kann man sowas sagen? So ein seriöses Produkt, wie können die das, wo kommt so eine brutale Fehleinschätzung her? Nur weil etwas volatil ist, heißt es nicht, dass es unseriös ist. Volatil ist extrem viel. Die Frage ist doch vielmehr die, welchen Risikoappetit, welche Risikoerwartung, welche Chancenerwartung habe ich als Investor und trifft diese Erwartung auf das ausgewählte Produkt? Und wir gucken uns bei delta-neutralen Handelsstrategien Strategien an, die auf Kryptotechnologie basieren, die gerade versuchen, ein Minimum an Risiken zutage zu bringen. Ja? Und das ist das Spannende. Normalerweise denkt man, wenn man Krypto hört, genau an das, was du gesagt hast. Ja? Alles auf Rot, ja? Am besten noch fremdfinanziert und geleveraged. Ja? Genau. Und hoffen, ja? Genau. Damit man danach auch gleich pleite ist, wenn es schief geht. Ja, ganz genau. Ja, aber das ist doch keine, das ist ja für sich genommen noch gar keine Strategie. Sondern eine Strategie kann doch zum Beispiel auch so aussehen, dass ich, und dann sind wir schon direkt bei dem, was ich eigentlich erzählen will. So, genau. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz dann was erzählen zu einer Form, wie man halt Risiken grundsätzlich mal managen kann. Also stellen wir uns einfach mal vor. Vielleicht definierst du erstmal ganz kurz, Falko, was ist denn überhaupt ein Risiko? Ja, das Risiko über Chance, das vielleicht. Ne? Genau, das Risiko, über das wir hier sprechen, ist das Wertänderungsrisiko. Ja? Also wir reden hier über den unbekannten Ausgang oder die unbekannte Entwicklung eines Wertes im Vergleich zu einem Referenzwert. So. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass unsere Long-Position im Wert steigt. So. Und die kann natürlich auch anders sich entwickeln, aber gehen wir mal vor, nur davon aus, dass es sich irgendwie linear entwickelt, so wie wir das hier sehen.
Und die Idee ist jetzt beim Hedgen, also beim Absichern dieses Risikos, dass ich eine korrespondierende Short-Position eingehe. So, und wenn das jetzt hier der Nullwert ist, dann sieht man, dass sowohl die Long-Position als auch die Short-Position miteinander korrespondieren und sich ausgleichen. Sodass man also letzten Endes sich die Frage stellen könnte, wo ist der ökonomische Wert eigentlich, wenn ich Long bin und Short bin und beides im gleichen Maße aufeinander bezogen habe, wo ist eigentlich der Effekt? So, soweit nachvollziehbar? Ja. Genau, so. Nachvollziehbar, also, würde ich sagen, olympische Idee, dabei sein ist alles. Genau. Genau, so, Long, Short. Und das ist eine ganz klassische Strategie, die man zum Beispiel bei der Dividendenarbitrage in der analogen Welt einsetzt, ja, zum Beispiel. Ne? Oder überhaupt bei der Aktienarbitrage. Ich gehe einen bestimmten Wert, kaufe einen bestimmten Wert, also meine Long-Position, zum Beispiel irgendeine Aktie, ja, und gleichzeitig gehe ich die korrespondierende Short-Position ein. Und dann nullt sich quasi meine eine Seite mit der anderen Seite immer aus. Dann fragt man sich, warum sollte ich das machen? Hintergrund ist, in der analogen Welt, dass der Preis für meine Short-Position abweicht von meiner Long-Position. Das heißt, das Eingehen der Short-Position kann, je nachdem, wie die Märkte funktionieren, günstiger sein, ganz leicht günstiger sein, als das Eingehen meiner Long-Position. Und dann bleibt ein kleiner Spread übrig. Dann geht das halt eben, dann sind die Kosten etwas unterschiedlich. Ja? Und dieser kleine Spread wird genutzt, um über den Einsatz von Fremdkapital, Leverage, diesen größer werden zu lassen und darüber sichere Erträge zu erzielen. Das ist eine Handelsstrategie aus der analogen Welt, insbesondere bei der Aktienarbitrage eingesetzt. Aktienarbitrage. Vielleicht muss man noch dazu sagen oder kann man dazu sagen, bei der Long-Position bist jetzt, wenn wir beim Aktienbeispiel bleiben, bist du in der Aktie selber drin. Und bei der Short-Position nutzt du ein anderes Finanzinstrument. Genau, ein Derivat. Ja. Ne? Das ist ja meistens ein Derivat. Das kann man aber auf unterschiedliche Art und Weise darstellen. Derivat ist hier und da habe ich die Aktien. Ja? Und die Aktie und, Aktie und Derivat sind aufeinander bezogen, ne? Und gleichen sich aus. Nur die Kosten, um diese Position einzugehen, sind nicht identisch. Das heißt, da gibt es kleine Marktpreisdifferenzen. Und bei der Aktienarbitrage habe ich das Ziel, diese Marktpreisdifferenzen zu identifizieren, zu hebeln und im Ergebnis dann auszunutzen. Das setzt voraus, dass, nehme ich mal eine andere Farbe, dass hier dieser Verlust genauso steuerlich behandelt wird wie dieser Gewinn. Ja? Und umgekehrt. Also ein Verlust unter der Long-Position genauso steuerlich behandelt wird wie ein korrespondierender Gewinn unter der Short-Position und vice versa und genau umgekehrt. Das beide, und zwar ist das extrem wichtig. Ne? Also sobald, dass die im gleichen Topf sind sozusagen. Dass die im gleichen Topf sind, ganz genau. Ja? Sobald die nicht im gleichen Topf sind, funktioniert das nicht mehr und es wird zur Zockerei. Ja? Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum also ganz kleiner Exkurs, aber ich glaube, das ist wichtig und interessant, um das mal zu sehen. Es gibt im Steuerrecht eine Norm, die sagt, dass Veräußerungsgewinne von Aktien 95% steuerfrei sind. Also wenn ihr irgendeine GmbH habt und die hat Aktien und die verkauft die Aktien, dann sind die Veräußerungsgewinne 95% steuerfrei. Das muss so sein, hat so seine Gründe, ist alles auch wichtig. Die gleiche Norm hat ganz hinten einen Absatz, Absatz 7 und 8. Das ist dort, wo schon der normale Student schon gar nicht mehr hinliest, weil es vorher schon so kompliziert ist. Ne? So, und dort steht drin, dass das alles für Banken und Finanzdienstleistungsinstitute nicht gilt. Also Banken und Finanzdienstleistungsinstitute verzichten sehenden Auges auf die 95%ige Steuerbefreiung in Bezug auf die Veräußerung von Aktien. Ja? Okay. Und da schließt sich dann sofort die Frage an, Frage Nummer eins, ist das nicht voll unfair, dass die Veräußerungsgewinne von Aktien 95% steuerfrei sind? Und ja, das ist vielleicht total unfair, aber wie kann es dann sein, dass Banken und Finanzdienstleistungsinstitute auf einmal sehenden Auges auf diesen Wahnsinnsvorteil verzichtet haben? Sind die denn verrückt? Man hätte genau das Gegenteil erwartet. Ne? Ja. So boulevardmäßig hätte man gedacht,
man zahlt irgendwie Grenzsteuersatz auf Veräußerungsgewinne und die bösen Banken, die kriegen, und Finanzdienstleistungsinstitute, also die mächtigen Player, die wollen 95% Steuer oder 100% steuerfreie Veräußerungsgewinne haben. Aber genau das Gegenteil steht da drin im Gesetz. Und die Frage ist, warum? Und die Antwort ist, etwas vereinfacht gesagt, weil diese institutionellen Player, die sich mit Finanzinstrumenten beschäftigen, die sagen, geh mir weg mit deiner 95%igen Steuerbefreiung. Das ist für mich vollkommen uninteressant. Ich will eins haben. Ich will, dass meine Aktienposition genauso behandelt wird wie mein Derivat, weil ich hedge ab meine Long-Position mit meinen Short-Positionen. Und mein ganzes Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr, wenn du mit einer blöden Steuerbefreiung um die Ecke kommst, weil die Steuerbefreiung nach sich zieht, dass das Derivat irgendwie anders behandelt wird. Okay. Und man erkennt daran, wie wahnsinnig wichtig für die Industrie, für die Finanzindustrie, das Verorten von Long und Short im selben Topf ist, das Verorten von Aktie und Derivat im gleichen Topf ist. Die Aktie und ihr Spiegelbild müssen im gleichen Topf sein, weil Aktie und Spiegelbild, so wie auf meinem Bild hier, auf meinem Bildschirm, einfach zusammengehören. Die gehören zusammen, weil mein Ziel nicht die Zockerei ist, sondern mein Ziel ist es, Marktpreisdifferenzen auszunutzen, um eine sichere, also eine volatilitätsunabhängige, hohe Rendite zu erzielen. Und exakt das ist das eigentliche Spiel, was in der analogen Welt Spaß macht. Und der Mario kann es nicht machen und der Tour auch nicht. Und der Falco auch nicht. In der analogen Welt werden wir drei das hier nicht tun. Ne? Da gibt es tausend und einen Grund für. Das Tolle ist nur, in der DeFi-Welt können wir das tun. Ja? Und deswegen ist die DeFi-Welt so richtig, richtig spannend für uns im Moment. Ja? Long und Short in der DeFi-Welt sind im gleichen Topf drin. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch genau die Instrumente, die die institutionellen Player in der analogen Welt über viele Jahrzehnte für sich entwickelt haben, in der DeFi-Welt, um das umzusetzen. Und das haben wir. Seit einigen Monaten haben wir all die Instrumente in der Hand, um das umzusetzen. Und darum geht es bei der Frage nach delta-neutralen Handelsstrategien. Gibt es sozusagen Verrückte, die da schon Protokolle geschrieben haben? Yes, genau. Das ist geil. Das ist ja das Schöne auch wieder. Da kommen wir ja dann noch bei dem Gespräch dazu, was für dich dann DeFi ist. Das finde ich vor allen Dingen das Schöne, dass eben diese ganzen Nerds, um es jetzt mal so zu sagen, also dass jetzt das Zeitalter der Nerds richtig gestartet ist, dass Instrumente, die du, wie du schon sagst, wir gar nicht nutzen dürfen, nicht können, weil wir nicht die Voraussetzungen dafür haben, weil wir eben keine Bank sind zum Beispiel. Wir können es jetzt einfach mitmachen. Ja. Yeah. Genau. Bin ich gespannt, was für ein Protokoll du uns jetzt dann gleich zeigst. Ja, genau. Also, so spannend ist das ja nicht. Ich meine, jeder, der sich mit DeFi beschäftigt, wird das halt kennen. Und ihr dürft ja nicht vergessen, ich kann auch nicht über Wasser gehen. Ne? Also, ich meine, ich komme aus der Steuerwelt, ja, irgendwo vielleicht aus der Anwalts- und Steuerwelt. Und das, was ich halt selbst umsetze mit meinem eigenen Geld, das ist halt was für jemanden, der halt dort tagtäglich die neuesten Protokolle screent und guckt, was dann geht. Natürlich kalter Kaffee. Aber vielleicht ist doch für den einen oder anderen was Neues dabei. Und du hast mich gerade darauf angesprochen, welche Protokolle ich gut finde und wo ich mich tummle. Ich tummle mich auf Terra, Terra Blockchain. Kennst du Terra? Terra Luna, ne? Das sind die, ja, genau, die den UST ausgeben unter anderem. Exakt, genau. Ja, ich finde Terra echt ganz gut. Ja. Und da kennen wir zwei Sachen. Also ganz viele Sachen gibt es da, ne? Aber da gibt es ja das bekanntlich das Anchor-Protokoll und das Mirror-Protokoll. Ja? Kennst du Anchor und Mirror? Anchor kennst du klar, ne? Vermutlich. Nee, sagt mir so nichts. Naja, also Anchor hat mir sozusagen einen Deposit-Charakter, ist sozusagen mal flapsig gesagt das Sparbuch, ja? Was natürlich kein Sparbuch ist, ist ja klar. Ja? Da kannst du etwas machen, was in der analogen Welt vielleicht mit einem Einlagegeschäft vergleichbar wäre. Du kannst deine Liquidität in UST dort anlegen für eine hohe APY. Gleichzeitig kannst du etwas Leverage aufnehmen. Da gibt es eine Borrowing-Funktion. Das ist ja jetzt nichts, was es auf anderen Blockchains nicht auch gäbe. Hier gibt es aber auch. Ne? Und das sind die Hauptanwendungen im Anchor-Protokoll. Finde ich von der Funktionalität her
so dass auch ein Jurist damit irgendwie zurande kommen kann. Ja? Wenn man sich das mal angeschaut hat, ist das eigentlich relativ easy. Für unsere Zwecke heute ist das Mirror-Protokoll interessanter. Ja? Mirror. Ja? Mirror, englisch Spiegel, sieht eigentlich im Grunde wie folgt aus. Man hat, oder die Grundidee ist, es gibt Aktien, ja? Alle möglichen Aktien, die man halt in der analogen Welt kennt, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, gibt es halt Apple und weiß ich nicht, alles Mögliche, ja, Punkt, 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 Amazon oder was auch immer. So. Und die werden gespiegelt. Ja, gespiegelt und werden dann mit einem M für Mirror versehen. Und dieser Wert ist dann die Mirror-Aktie. Ja, der Wert entwickelt sich, der dort per Oracle gezeigt wird, entwickelt sich parallel zur Apple-Aktie, aber ist natürlich gesellschaftsrechtlich gesehen nichts, was auch nur annähernd einer Aktie gleichkommt. Es ist natürlich einfach nur ein Zahlenwert, ja, irgendwas, ja, was referenziert auf die Apple-Aktie. Interessiert uns aber auch eigentlich gar nicht so richtig. Manch einer wird da schon aufheulen und sagen, oh, ich muss das natürlich wissen, wie kann denn, was steckt dahinter, wie ist das gebackt und so weiter, wie kriegen die das hin? Das interessiert mich an dieser Stelle erstmal nicht, weil mir geht es nur um die Strategie erstmal. Ne? Wie man das Exposure zu Apple hinbekommt oder nicht, ist nicht so sehr mein Thema in diesem Augenblick, sondern mir geht es erstmal an der Stelle nur darum, hinzunehmen, okay, es gibt ein Long Exposure dort hin zu Apple. Und gleichzeitig gibt es ein auf dem gleichen Protokoll auch ein Short Exposure zu Apple. Ne? So, und da habe ich genau das, was ich brauche. Ne? So, also ich habe dieses Long Short Exposure. Ich kann also gleichzeitig Folgendes machen. Ich erwerbe die Apple-Aktie in Anführungsstrichen bitte, ne? Mhm. Sind das auch in dem Protokoll auch wirklich alles Aktien oder sind das Coins? Also ich meine, Ja, genau. Also wenn wir von Aktien hier sprechen, sprechen wir von einem Referenzwert. Ne? Das ist klar. Ne? Das kann auch der Wasserstand des Mains sein. Ne? Also das darf man nicht ganz aus den Augen verlieren, weil das hat natürlich ein bisschen was mit dem Protokollrisiko auch zu tun und der Frage, ist es wirklich tatsächlich echt meine Long-Position in Apple, ja, sondern zu den Risiken kommen wir vielleicht gleich nochmal. Das Exposure soll aber die Apple-Aktie spiegeln und gleichzeitig kann ich dort auch die Short-Position eingehen, auf dem gleichen Protokoll, parallel. Muss ich nicht, kann ich aber. Das mache ich durch Borrowing. Da gibt es eine Borrowing-Funktion, also ich leihe mir die M-Apple-Aktie und gebe sie gleich zurück in den Markt. Und die Idee ist natürlich klar, wenn ich mir eine Aktie leihe, Wertpapierleihe in der analogen Welt, also du zum Beispiel hast eine Apple-Aktie in der analogen Welt, du verleihst die Aktie an mich unter einem Wertpapierdarlehen und ich nehme diese Aktie und verkaufe sie sofort in den Markt, dann sagst du, Falco, tu, was du nicht lassen kannst, nimm meine Aktie, aber unter uns Pastorentöchtern, eins ist klar, ne? In 10 Tagen kriege ich die Apple-Aktie wieder. Oder genauer gesagt, Aktien gleicher Art und Güte. Und dann sage ich, Mario, mach dir keine Sorgen, habe ich alles voll unter Kontrolle. Und diese Aktie, die ich von dir geliehen habe, die habe ich in den Markt verkauft. Und was habe ich dadurch erreicht? Ich habe eine Short-Position aufgebaut. Ja? Ich schreibe es mal so hin. Ich habe die Aktie M Apple zunächst geliehen. Und in einem zweiten Schritt verkauft in den Markt. Und zwar im gleichen Augenblick, in dem ich hier die Apple-Aktie erworben habe, also long gegangen bin, im gleichen Augenblick habe ich diese 2 anderen Schritte gemacht auf dem Protokoll, gleichzeitig. Und damit habe ich erreicht, dass ich den Wert, zu dem ich meine Apple-Aktie gekauft habe, auch gleichzeitig auf der Short-Position eingeloggt habe. Und damit ist genau das Ergebnis entstanden, das ich gut finde, nämlich, dass ich das Wertänderungsrisiko damit ausgeschaltet habe, weitestgehend.
So, das ist die Grundidee. Damit macht man so. Jetzt erstmal noch nicht viel Gewinn wahrscheinlich. Du machst keinen Gewinn, ja. Du willst erstmal nur das Wertänderungsrisiko ausschalten. Diese Schritte, die ich jetzt hier im DeFi-Bereich auf der Terra-Blockchain im Mirror-Protokoll gemacht habe, genau das passiert 100.000-fach zur gleichen Zeit in der analogen Welt, nur dass du und ich und der Tor das nicht machen können. So, und jetzt stellt sich die Frage, was habe ich hier davon? Naja, und die Antwort ist, klar, Farming. Farming. Na, hier Farming und dort Farming. Ich kann sowohl auf der Long-Position als auch auf der Short-Position Farming betreiben. Ja, das ist ein leichter Unterschied zur analogen Welt. In der analogen Welt gucke ich, dass ich Marktpreise auf unterschiedlichen Märkten gegeneinander ausspiele, ja, oder identifiziere. Ja. Hier habe ich die Möglichkeit, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite Farming zu betreiben. Ja. Und daher kommt meine Rendite beim delta-neutralen Farming. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass es verschiedene Funding-Rates eben gibt und dadurch in der echten Welt jetzt sozusagen da Gewinne entstehen, weil man sich die Short-Position zum Beispiel billiger aufbauen kann als eine Long-Position. Mhm. Ist das jetzt bei dem Terra Luna das auch so oder kriegst du hier deine Profite durch das Farming der Position? Durch das Farming. Okay. Durch das Farming. Okay. Ja. Ansonsten. Ich glaube auch, dass wir da langfristig noch Entwicklungen sehen werden. Ne? Weil irgendwann wird es so sein, dass wir genau das Gleiche machen können wie in der analogen Welt. Wir werden uns in dem einen Protokoll unsere Long-Position aufbauen und in einem anderen Protokoll, vielleicht auch auf einer anderen Blockchain, die Short-Position aufbauen. Und dann kannst du aus beiden dann auch gucken, dass du da Bepreisungsunterschiede realisierst. Da wird genau das Gleiche auch machbar sein. Das ist eine sofort umsetzbare Strategie, ja, die halt sich nur auf dieses eine Protokoll konzentriert. Ja? So eine Art, ja, erstes Eingangstor in diese Welt, in diese Strategie. Langfristig, glaube ich, werden wir das Gleiche sehen, was wir auch in der anderen Welt sehen. Drängt sich aber mir eine Frage auf, wo kommt die Rendite beim Farmen her? Du hast ja jetzt das Renditerisiko, hast jetzt noch irgendwo eine Blackbox, die jetzt in dem Fall hier rot ist, in eine rote Box oder in zwei rote Boxen verlagert. Und jetzt muss man irgendwie gucken, wie kommt da irgendwie was, ein Mehrwert zustande? Und die andere Sache noch bezüglich der Volatilität wollte ich noch ergänzen. Wenn ich jetzt einen Markt habe, der volatil ist und ich habe jetzt da Player drin, die in den Markt Liquidität reinbringen, dann sinkt ja die Liquidität des Marktes. Das heißt, ich habe mehr Umsatz im Markt und dadurch ist auch die Anfälligkeit bezüglich Schwankungen geringer. Mag sein. Das ist jetzt ein theoretisches Aber Schwankungen interessieren mich doch in dem Moment nicht mehr, wo ich Long und Short bin. Nee, dich interessiert das ja an der Stelle nicht. Man könnte höchstens dann sagen, okay, beim Verkaufen oder sowas tue ich sie nicht synchron verkaufen, also die Position wieder auflösen, sondern ich habe halt einen kleinen Versatz drin und beim Verkauf tue ich dann auch nochmal einen Gewinn realisieren. Ja, ich sag dir, ich gehe immer so vor, ich gucke, was wird in der analogen Welt gemacht und ich überlege, habe ich da irgendwas in unserer DeFi-Welt von? Dieser letzte Gedanke von dir, der ist total witzig. Wenn man sich Folgendes mal überlegt, stell dir vor, hier ist ein Jahr rum, ja, und ich habe kein Farming gemacht, ja, so, und Farming hier nicht und da nicht. So, dann bin ich long short gegangen, ich habe kein Volatilitätsrisiko gehabt, ja, und ich warte genau bis auf den letzten Augenblick des Jahres. Ja? Und ich stehe mit dem einen voll im Gewinn und mit dem anderen voll im Verlust. Ja? Und dann warte ich letzte Sekunde des Jahres. Ja? Und wenn meine Long-Position im Gewinn ist, ja, warte ich eine Sekunde länger und die Short-Position schließe ich eine Sekunde vorher. Mhm. Und dann habe ich einen abzugsfreien Verlust und einen steuerfreien Gewinn. Klingt gut. Eine Variante dieser delta-neutralen Strategie, die halt eben nicht auf Farming basiert, sondern tatsächlich auf steuerfreien Gewinn. Auch das gibt es in der analogen Welt.
ist in der Finanzverwaltung nicht so wirklich gutiert und hat einen nom de guerre Bull-Bär-Strategie. Ja. Bull-Bär-Strategien sind aggressiv, ja, weil sie, wie ich schon sagte, steuerfreie Gewinne und abzugsfähige Verluste versuchen zu kombinieren und man einfach weiß, dass einer gewinnen wird, Bull, und einer verlieren wird, Bär. Und ich warte einfach bis zum letzten Augenblick, wo ich weiß, wer ist. Und dann löse ich den Trigger aus sage, ja, das eine ist steuerfrei, das andere ist voll abzugsfähig. Das hat man in der analogen Welt auch sehr gern gemacht. Manche Leute haben es doof gemacht. Und die müssen sich jetzt verantworten gegenüber Betriebsprüfung, Finanzverwaltung und Richtern und sagen, naja, ihr habt ja eigentlich nie ganz ernsthaft investieren wollen, ja, und also Zeug. Da muss man ein bisschen aufpassen, ja. Aber die Idee ist in der analogen Welt geboren worden und grundsätzlich meines Erachtens ist dagegen auch nichts einzuwenden. Es kann ja auch einfach schlicht sein, dass du auf deiner Long-Seite einen Verlust hast, kann ja auch sein. Ja, so eine perfekte Bull-Bär-Strategie, wo du in der analogen Welt sicherstellen konntest, dass du immer steuerfreien Gewinn und voll abzugsfähigen Verlust hast, wirst du hier gar nicht unbedingt haben. Denn es kann ja sein, dass du einfach auf deiner Short-Seite im Gewinn stehst und auf deiner Long-Seite im Verlust. Und dann klappt das schon nicht mehr. Ja? Ja, aber es ist halt, wenn du so willst, eine 50-50-Chance, ja? Ohne dass du ein definitives Vermögensverlustrisiko trägst. Und da wir hier steuerlich sind, muss man dazu natürlich auch sagen, du kannst halt nur in der gleichen Einkunftsart die Verluste gegenrechnen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, Einkommensteuer habe ich irgendwie ziemlich viel gekriegt, die will ich jetzt drücken, dann kann ich hier nicht in dem Bereich aufbauen. Ja, aber gibt's andere Sachen, wenn das dein Ziel ist, gibt's andere Sachen, die man tun kann. Aber das ist erstmal dafür nicht gedacht. Du musst dann irgendwo auf eine andere Art und Weise machen. Du musst mit der Gewinnermittlungsart ein bisschen spielen und dann kannst du auch Verluste generieren, um andere Einkunftsarten damit in den Fokus zu ziehen. Das geht auch, aber nicht mit der erstmal. Ne? Das hier ist erstmal dafür gedacht, dass für Leute, die sagen, sie wollen keine Volatilität haben und sie wollen die Chance auf einen steuerfreien Gewinn gleichzeitig haben. Ne? Für die ist das geeignet. Und es ist für Leute geeignet, die vielleicht schon Kryptogewinne haben. Ne? Weil die können natürlich dann auf alle Fälle mit ihren Verlusten was anfangen und haben gleichzeitig die Chance auf einen steuerfreien Gewinn. Ne? Für die ist das auch super geeignet. Und ihr seht, diese Strategien sind alte Strategien. Das sind Strategien, die aus einer Zeit stammen von vor 2009, in der man all das ebenfalls in diesem Topf gemacht hat, mit Wertpapieren, mit Aktien. Und deswegen kann man eigentlich die alten Dinge recyceln. Finde ich ein witziges Zitat. Jemand, der nicht viel Volatilität will, der sich dann in Krypto wiederfindet. Ja, klar. Und guck doch mal, was das für ein unglaublichen Anwendungsbereich hat. Wenn du jemandem erzählst, hier hast du mal überlegt, deine Liquidität in Krypto zu packen, dann sagt er, ja, bin ich wahnsinnig. Ja? Naja. Ich brauche das Geld, ich bin jetzt zwischen zwei Immobilientransaktionen, ich brauche das Geld, ja. Ich kann da jetzt nicht irgendwie, wenn ich irgendwie wieder meine Delle habe, irgendwie ewig warten, bis da irgendwann sich wieder was hochgearbeitet hat. Und dann sagt man, ja, aber hast du mal vielleicht überlegt, dir das Anchor-Protokoll anzugucken? Ja, da kriegst du, weiß ich nicht, über 19% UST, LPY, da kannst du das quasi täglich wieder abziehen. Oder hast du mal überlegt, vielleicht delta-neutrales Farming zu machen? Ja, da hast du auch kein Volatilitätsrisiko und kannst Renditen erzielen, je nachdem, wie sich es verhält mit dem sogenannten Impermanent Loss, ne? Von über 30%. Ja. Also ich finde, das Wort Krypto ist viel zu sehr mit einer Zockerei verbunden, als das dem ganzen Unterfangen DeFi gut tut. Und was wir heute uns hier überlegen, soll einfach mal so einen Kontrapunkt setzen. Krypto ist einfach nur eine Technologie, die alle möglichen Sorten von Risikoportionen ermöglicht. Und das Tolle ist, in den letzten Monaten haben wir auch wirklich die Instrumente in die Hand bekommen, Risikoportionen zu basteln, die für den risikoaversen Investor maximal interessant sind. Ja. Es gibt aber nicht nur das Volatilitätsrisiko, das muss man auch sagen. Es gibt andere Risiken und da sind jetzt auch diese Protokolle natürlich nicht von gefeit. Ja. Genau, also Protokollrisiko, ne? Absolut, ja. Also da gibt es halt, finde ich,
zwei Risiken, die kennt jeder, der sich im DeFi-Bereich ein bisschen auskennt. Einmal das Peg-Risiko, ja, also die Frage, ist ein UST eigentlich genauso viel wert wie ein Dollar, ja, und wenn ja, wie lange, ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele, also der UST, bleibt der denn an den Dollar gelinkt? Das ist das eine Risiko, muss man drüber reden, ja, und das andere ist das berühmte Rug-Pull-Risiko, Protokoll-Risiko. Was passiert, wenn die Leute, die Initiatoren, die Kohle nehmen und sich über alle Berge davon machen? Ne? Das ist natürlich etwas, ich würde sagen, Krankheiten, Kinderkrankheiten vielleicht, die wir im DeFi-Bereich sowieso haben. Ne? Das ist was, damit muss man umgehen können. Auf der anderen Seite, ne? Auf der anderen Seite sage ich oftmals auch Kollegen, mit denen ich mich darüber unterhalte, was ist denn die Alternative? Ne? Ich habe, wenn ich im Anchor-Protokoll 19% oder 20% APY bekomme, wenn ich über delta-neutrales Farming Renditen von 30% oder 40% in der Spitze bekomme, dann korrespondiert damit auch ein gewisses Risiko und vor allen Dingen eine Vergütung von Risiken. Und wenn ich stattdessen meine Liquidität irgendwo zu Negativzinsen bunkere, dann realisiert sich hier schon fast kein Risiko mehr, sondern ich habe schon eigentlich den Verlust eingefahren, ohne dass ich eine korrespondierende Chance habe. Das heißt, das bringt mich zurück zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Investment heißt eigentlich nichts anderes, als dass ich maßgeschneiderte Risikopositionen zimmere. Und ich finde, delta-neutrales Farming trägt einen ganz erheblichen Beitrag, einen Teil dazu bei, dass wir Risikopositionen für risikoaverse Investoren hier finden. Das ist eine ganz neue Investorengruppe. Da haben wir jetzt natürlich hier einen Steuerberater sitzen. Das Problem ist aber, angenommen, ich habe jetzt, sagen wir mal, 100.000 Euro. So, und die Frage ist erstmal, wie komme ich in das Protokoll rein? Das heißt, da werde ich irgendwo auf eine Börse gehen müssen. Ich werde Bitcoin tauschen. Da werde ich die Bitcoin irgendwo hin transferieren müssen und diese Dinger tauschen. Und so wie ich die deutschen Steuergesetze sag mal, verstanden habt, fällt mir, muss ich ja bei jedem Tausch irgendwo gucken, fällt da, habe ich da einen Gewinn oder einen Verlust gemacht? Und wenn ja, wie groß? Und wie mache ich das mit der Versteuerung? Das heißt, um jetzt in diese delta-neutralen Strategien reinzukommen, habe ich ja erstmal wieder dieses Tauschrisiko und um wieder rauszukommen oder nach dem Beenden der Strategie, habe ich das nächste Risiko ja wieder zurück in die Fiat-Welt zu kommen. Naja, gut, also ja, verstehe ich, aber im Prinzip können wir mal kurz aufmalen, was da passiert hier. Ne? Also der Weg rein, ne? Also ich habe hier Fiat-Geld, ne? Also erstmal muss ich tatsächlich, genau wie Thor gesagt hat, in was Passendes irgendwie umtauschen. Ne? Dann gehe ich halt auf irgendeine Börse, Binance, keine Ahnung, irgendwas oder KuCoin oder was auch immer, ja, und tausche um in einen passenden Coin. Ja? Das kann irgendwie. Manchmal geht es schon direkt UST, ja, oder ich mache halt Luna, ne, irgendwas, ja, und gehe dann in UST. Ja. So, und dann habe ich. Die Frage ist, ist das UST oder ist das USDT? Also du kannst, also UST brauche ich am Ende der Tage. UST ist, das ist der Stablecoin in dem Terra Luna Protokoll. Genau. Also UST brauche ich am Ende der Tage, ja. Und die muss ich irgendwie bekommen. Und die bekomme ich zum Beispiel, indem ich Euro in Luna tausche, ja, oder in USDT. Ja. Und USDT und Luna kann ich dann in UST swappen. Habe ich verstanden. Gut, okay, also das ist mein erster hier, Schritt. Hast du hier das noch einen Zwischenschritt? Das muss ich machen, aber da habe ich kein Besteuerungsrisiko. Ne? Warum? Naja, weil ich das alles in einer logischen Sekunde mache. Ne? Also der Kauf und Verkauf ist gleich, ja. Das heißt, ja, ich habe einen Realisationsakt, der spielt steuerlich aber keine Rolle, weil Kauf und Verkauf gleich hoch sind. Ja? Und deswegen ist das ein Non-Issue, wenn du so willst. So. Und dann habe ich meine UST, ja? Und dann kann ich die auf mein Protokoll packen. Das ist dann entweder Anchor, ja, oder das ist halt Mirror. Je nachdem, was ich jetzt vorhabe. So, und das bloße Draufbuchen als Deposit oder mein Long und Short gehen, löst ebenfalls noch nicht im Ergebnis Steuern aus. Das heißt also, eigentlich ist dieser Weg rein steuerneutral, wenn ich das dann komplett so durchziehe. Ja, klar, meine Farming-Erträge, meine Deposit-Erträge und so weiter, die sind steuerpflichtig, klar. Ja.
Auf der anderen Seite ist das aber auch okay, ja? Weil ich habe ganz erhebliche Erträge, die ich realisiere. Und dann greift halt nun mal, wenn ich in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bin, auch das Besteuerungsrecht zu. Das ist wahr. Ja? Ganz genau. Ja? Aber ich habe beim Weg raus, machen wir hier wieder, ne, das da, wenn ich dann wieder zurückgehe, Moment, machen wir mal eine andere Farbe vielleicht. Und andere Farbe. Ganz kurz nochmal, Thor. Du hattest vorhin gefragt, wo die Farming-Zinsen eigentlich herkommen. Ich gehe davon aus, dass das aus dem Protokoll erstmal noch aus Token-Ausschüttungen, aus den Tokenomics am Anfang ist. Und danach machen solche Protokolle ja auch irgendwo immer Gewinne durch Beteiligung am Markt. Und das sind dann Ausschüttungen in dem Farming. Das sind dann die Gewinne, die du dann als Farming erhältst. Die werden nicht herbeigezaubert. Ja, danke. Ich habe noch eine Zwischenfrage. Du hast vorhin von Renditen geredet, 30% und so weiter. Auf welche Zeiteinheit ist die zu sehen? Oh, ja. Auf die Dauer meines Engagements, auf einen Tag? Pro Jahr. APY. APY. Ja. Okay. So, und da sieht man halt jetzt einen gelben Weg, auch wieder zurück von Anchor oder Mirror zurück, Luna UST, je nachdem von UST, wieder zurück in Euro. Ne? Und da ist es dann halt eben genauso. Zuerst realisiere ich meinen Veräußerungsgewinn durch den Swap-Akt, ja, und dann dann nur den Umtausch in Euro. Also hier werde ich meinen ersten Gewinn realisieren beim Umtauschen. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, weil ich bin ja long und short. Das heißt, ich habe einen Gewinn und einen Verlust, beides im gleichen Topf. Und deswegen realisiert sich da nichts wirklich Negatives. Ja. Gut, ja. So ist es. Ne? Und deswegen ist das insgesamt eigentlich eine interessante Alternative für Investoren, die eine, naja, ich scheue mich ein bisschen davor, das Wort Geldmarktrendite oder Übergeldmarktrendite zu nehmen, weil das ist zwar das, was man in der analogen Welt gerne, wie man sich gerne unterhält in der analogen Welt, ne? Ja, über Geldmarktrendite oder Geldmarktinstrumente oder und so weiter. Ich würde eher sagen, volatilitätsrobuste Strategien anwendet, ja, um eine hohe Rendite zu erzielen, die halt eben nicht in dem Ausnutzen von Volatilität besteht. Und ich kann täglich auf meine Assets verfügen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für Investoren. Wo kann ich mein Geld parken? Wo kann ich eine vernünftige Rendite erzielen, ohne dass ich jetzt möglicherweise trapped bin? Und welche Parkdauer sind da so, sagen wir mal, minimal empfehlenswert? Naja, also im Grunde kannst du das von einem Tag auf den anderen machen. Ne? Ich würde mal sagen, wenn du heute schon ganz genau weißt, dass du Geld morgen dein Geld brauchst und so weiter, dann macht der Aufwand hier keinen Sinn. Ich denke aber mal, ab einer Investitionsdauer von 1, 2, 3, 4 Wochen macht das schon Sinn. Ja? Kann man das schon machen. Und ich bin ja auch immer für Trading für Faule, weil ich will in Urlaub fahren, ich will an den Strand gehen oder was anderes machen und dann will ich nicht immer vor der Kiste hocken und gucken, in welche Richtung hier sich irgendwie was bewegt oder wo irgendwer Schließzeiten hat. Kann ich das Ganze auch delegieren? Das heißt, ich gebe jetzt als Beispiel, gebe jetzt dir einen Betrag X, du machst das und dann sage ich zu dir, Falco, ich bräuchte jetzt mal von meinem Betrag X, bräuchte ich mal X Drittel zurück. Ja, genau. Also sagen wir mal so, das sind zwei Fragen, streng genommen. Die eine Frage ist, kann ich mich ohne weiteres an den Strand setzen, ja, und das die delta-neutrale Strategie vor sich hin dümpeln lassen und ich werde kann auf mein Handy gucken und reicher werden. Ja? Das ist die erste Frage. Nee, ich weiß, du hast eine zweite Frage noch gestellt, aber die sind beide angelegt in deiner Frage. Ja? So, also okay. Das erste an den Strand gehen und aufs Handy gucken, klappt grundsätzlich schon, klappt aber besser bei Anchor als bei Mirror. Das liegt daran, dass das Mirror-Protokoll ja nicht extra für Long-Short-Strategien gemacht ist, sondern sie nur ermöglicht. Und damit das Ganze irgendwie funktioniert, musst du bei deiner Short-Position ein Collateral hinterlegen, also eine Sicherheit hinterlegen. Und die Sicherheit muss ungefähr, was ist das letzte? Ich glaube, 150% deiner Short-Position umfassen. Und wenn sie geringer wird, wirst du liquidiert. Das heißt, du musst immer gucken, dass dein Collateral ausreichend noch vorhanden ist. Und wenn der Preis deines Assets, also in meinem Beispiel die Apple-Aktie, sehr stark im Wert gestiegen ist,
dann ist dein Collateral nicht mehr 150% deiner Short-Position und dann musst du was nachlegen, damit du nicht liquidiert wirst. Das heißt, da muss man schon ein Auge drauf haben. Das heißt, beim Mirror sich an den Strand legen und alles vergessen, kann im schlimmsten Fall blöd laufen, dass du deine Short-Position verlierst, ja, liquidiert wirst und dann musst du halt auch deine Long-Position liquidieren, sonst bist du halt auf einmal nicht mehr Short und Long zur gleichen Zeit. Das kann man managen, aber man muss halt ein Auge drauf haben. Musst du ein Auge drauf haben oder kannst du das delegieren? Das ist ja eigentlich deine Frage. Bei Anchor, finde ich, muss man es nicht delegieren. Da kannst du dich hinlegen und pennen. Bei Mirror muss man selbst drauf achten oder man sollte es tatsächlich delegieren. An wen? Und da sind wir dann in einem anderen interessanten Bereich. Du darfst im Moment aktuell so etwas nicht für fremde Dritte anbieten und Geld dafür nehmen. Ja? Wir sind hier in einem Bereich, den die BaFin nicht zum Totlachen findet. Ja? Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland. Es ist ein komplett nicht regulierter Markt. Und das Ganze ist am Ende auch, wenn du dagegen verstößt, als Anbieter, der es kommerziell machst, möglicherweise irgendwo auch mal strafbewehrt. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und sagen, Tor, alle deine Geldsorgen sind erledigt, gib mir einfach dein Geld, ich mache es jetzt mehr und ich nehme dann dafür, vielleicht ich nicht, keine Ahnung, 1% der Assets under Management. Und das wäre jetzt keine gute Art, damit hausieren zu gehen. Auf der anderen Seite bekomme ich schon mit, dass diejenigen, die das Know-how haben, was ich euch jetzt hier heute Abend erzählt habe, das machen für bestimmte wenige Kunden. Und da läuft es dann tatsächlich so, habe ich mir sagen lassen, dass man für Key Clients sowas macht. Die geben einem einen bestimmten Betrag X. Da wird dann irgendwie geguckt, wie risikoappetitlich bist du. Und dafür legt man das dann an. Das ist im Moment aber noch so ein bisschen Wild West. Das ist nicht BaFin reguliert und es ist auch nicht die saubere Art. Für meine Mandanten sind aber auch solche Anbieter. Die begleite ich auf einem Weg, so dass sie nicht in der Grauzone oder Illegalität am Ende arbeiten, sondern in der Legalität. Und da gibt es auch Wege. Ne? Da gibt es Dinge, die unter dem BaFin-Radar laufen. Heißt nicht, BaFin kriegt das nicht mit, sondern das läuft so, dass es bestimmte Investment-Clubs und Möglichkeiten gibt, sich zusammenzutun als Investor, ohne dass man in die Illegalität kommt. Das ist eine Beratungsstrategie und Linie. Das eignet sich eher für Leute, die das in einem, ja, wie soll ich sagen, privaten Umfeld machen. Ja? Und dann gibt es aber auch für diejenigen Lösungen, die das in einem eher gewerblichen Ausmaß vorhaben. Das ist dann allerdings schon ein bisschen anspruchsvoller, ne? Weil dann muss man schon sehen, dass man vielleicht auch ein Haftungsdach in Anspruch nimmt, welches BaFin-Approval hat. Und da kann man aber auch helfen. Ja? Und genau, und das ist tatsächlich im Moment dort, wo der Pulsschlag, ja, dieser Strategien halt ist, zu gucken, dass man Mandanten hilft, solche Sachen in der Legalität ablaufen zu lassen und nicht einfach in der Wildwest-Manier sagt, komm, gib mir 50.000 Euro, ich mache daraus 70 oder 80 und du gibst mir 10. Ja? Das ist ein bisschen simpel, aber auch das passiert natürlich. Das war mir alles noch gar nicht bekannt, dass man dafür, dass das eigentlich Terra macht. Das ist Tor, da werden wir uns nochmal zusammensetzen müssen und das auch nochmal uns mal richtig live angucken. Vielleicht, ja. Das, um das dann unseren Zuhörern und Zuschauern nochmal in der Form näher zu bringen. Die Erklärung dazu war jetzt schon mal ziemlich geil. Also gefällt mir, vor allem der Gestaltungsspielraum, der steuerlich dadurch möglich ist. Mhm. Ja, also ich finde es auch attraktiv. Auch. Deswegen hatte ich ja den Falco heute eingeladen. Allerdings für mich ist das steuerlich nicht interessant, weil ich ja territorial besteuert bin und da brauche ich meine Auslandseinkünfte nicht nochmal versteuern. Hm. Ja, aber nicht jeder hat so gut wie du, der in der Sonne brutzelt, ja, und seine Defi-Strategie. Da ist ganz schön heiß, du. Und du Armer, hey. Du hast es so schwer. Du hast es so schwer, ja. Ja, danke, dass er mich so bemitleidet. Ich finde das auch hier immer jeden Tag bescheidenes Wetter, immer blauer Himmel und die blöde Sonne scheint. Ja. So, aber gibt's noch jenseits der Pfade, gibt es da noch ein paar andere Spielarten von dieser Strategie? Also das, was mir vorhin vorschwebte mit der, also du hast das dann natürlich wieder steuerlich auf diese Einjahres-Schallmauer gedreht. Und meine Idee war vorhin eigentlich,
wenn ich jetzt sehe, dass, sagen wir mal, diese, um bei der Apple-Aktie zu bleiben, dass sie jetzt solide steigt, dann könnte ich ja jetzt meine Short-Position liquidieren und die Apple-Aktie schließe ich in einer Stunde zum Beispiel. Ja, kannst du machen, aber wir befinden, ja schon, aber wir befinden uns ja dann schon irgendwo wieder im Risiko. Wenn ich böse sein will, dann sage ich, Tor, du zockst. Ja, weil in dem Moment, wo du den Mausklick machst, kann das Ganze schon irgendwie brutal abgestürzt sein, ja, und du bist der Loser vom Dienst, ja. Und es ist ja gerade so, dass ich versuche zu transportieren, die Botschaft, nein, ihr braucht keine Angst haben vor irgendeiner Volatilität, ihr seid komplett delta-neutral. Und das ist ja das Wichtige, weißt du? Es gibt viele Investoren, die sagen, sie würden gerne mal andere Wege gehen, aber sie sagen, wir können uns das nicht leisten, irgendwas länger aussitzen zu müssen. Wir brauchen eine Möglichkeit, Renditen auch zu erzielen, wo wir bankarbeitstäglich oder börsentäglich oder wie auch immer an unser Geld wieder kommen und es definitiv nicht weniger geworden ist. Und solchen Leuten kann man sagen, okay, ich knocke aus für dich das Volatilitätsrisiko, ich gebe dir eine Rendite, die haben deine Urgroßeltern noch nicht gesehen. Allerdings musst du wissen, das ist eine neue Technologie und wir haben sowas wie Rug-Pull-Risiko und wir haben sowas wie Peck-Risiko. Und dann sagt er, oh Gott, nee, lieber nicht. Und dann kann man sagen, je nachdem, was für eine Intention man hat, kann man sagen, okay, aber du musst mir ja nicht glauben, dass das eine schlaue Idee ist. Guck mal, irgendwie beim Anchor-Protokoll, da stehen, ich weiß nicht mehr genau, 74 Milliarden Dollar irgendwie im Moment angelegt als Locked Value, irgendwie sowas ähnliches. Muss man nochmal genau gucken, Zahlen habe ich irgendwie wieder vergessen, aber es war irre viel. Man muss erstmal gucken, wie viele Nuller das sind, die da hintereinander stehen. Einige Leute scheinen dem Ganzen schon zu vertrauen. So. Und dann bleibt es am Ende des Tages tatsächlich eine unternehmerische Entscheidung. Ja gut, das ist ja dann auch wieder Streuung. Aber eine andere Frage, die mir noch gekommen ist, du hast gesagt, eine Sekunde vor Ablauf des einen Jahres ist jetzt sicherlich ein bisschen bildlich gesprochen, aber welchen Zeitraum hast du denn da? 5 Minuten, 1 Minute oder was? Und wie dokumentierst du das dem Finanzamt gegenüber? Da sagen die ja, nee, das erkennen wir nicht an. Doch. Das machen ja dann immer die Steuerprüfer. Was? Doch, na klar, du hast doch einen Einkauf und wenn du dann eine Sekunde vor dem Ablauf des Jahres sozusagen die eine Position schließt und nach genau ein Jahr plus eine Sekunde nach Kauf die andere Position, ist die eine steuerpflichtig und die andere steuerfrei. Das wird ja schon anerkannt, wenn der Zeitstempel da ist. Genau, im Grunde ist das eine eindeutige Sache. Im Grunde kannst du es tatsächlich bis zu einer Sekunde drehen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt eine Sekunde machen. Ich würde sagen, eine Stunde reicht aus. Ah, okay, gut. Ja. Ja, also selbst, aber dann kommt jemand, wie so eine Stunde, geht nicht eine halbe, sage ich, eine halbe geht auch. Dann kommt ein anderer, sagt wieder, eine Viertelstunde, geht es auch? Geht vielleicht auch, ja. Das ist, was du nicht machen darfst, ist so, dass in irgendeiner Form das Risiko auf andere Art und Weise noch versuchen einzuhatchen. Ja? Und das dann am besten irgendwie der Finanzverwaltung nicht mitteilen. Das darfst du nicht machen. Ja? Sondern es muss ein echtes Risiko verblieben sein. Dann ist okay. Und wir haben ja noch ein anderes Risiko. Man hat ja noch dieses Zeitdifferenzrisiko. Das heißt, du könntest dich ja mit der zeitlichen Bestimmung, wann der Trade wirklich stattgefunden hat, könntest du dich ja vertun. Also jetzt als theoretisches Beispiel, du hast jetzt nach mitteleuropäischer Zeit gekauft. Wenn du ein Jahr hast, ist es ja neutral, ob normale Zeit oder Sommerzeit. Aber jetzt hat von mir aus der Anbieter hat jetzt seine Oberfläche umgestellt und du hast jetzt UTC, also Greenwich Meridian Zeit. Das wäre jetzt auch theoretisch ein Risiko. Das heißt, das müsste ich ja auch abchecken, dass ich da nicht irgendwie einen Fehler mache und dass ich dann, sag mal, mit beiden innerhalb des Jahres bin oder mit beiden außerhalb des Jahres. Naja, das ist klar. Ja. Der Sachverhalt muss schon genau so sein, wie ich gesagt habe. Ja, du musst halt mit der einen Position innen drin sein in dem Jahr und dem anderen halt draußen. Ne? Wichtiger ist, um es praktisch zu machen, ist, die Entscheidung, welche Strategie du fährst, musst du ganz am Anfang machen. Sobald du Farming machst, das besprechen wir vielleicht näher, wenn wir über das Steuerthema sprechen. Sobald du Farming machst, kannst du die Jahresfrist vergessen. Ja? Dann geht es halt nur um 10 Jahre. Ja? Genau. Und aber nochmal, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Ne? Also unser Steuerseminar, was wir auch noch besprechen wollen, da werden wir uns auch noch andere Dinge angucken. Und vor allen Dingen eins, Tor, was du vorhin gesagt hast, gibt es da nicht auch Möglichkeiten, wie du Verluste nutzen kannst in anderen Einkunftsarten? Auch hier wieder.
auch hier gilt wieder, von bestehenden Strategien, von bestehenden Entscheidungen lernen, wenn diese in der analogen Welt gibt. Und die gibt es. Ne? Stichwort gewerblicher Grundstückshandel. Ne? Ja, gewerblicher Grundstückshandel hört sich nicht so an, als hätte das irgendwas mit DeFi zu tun, ja? Und Krypto, weit gefehlt. Gewerblicher Grundstückshandel ist maximal interessant, ja, und kann dazu führen, dass ich meine Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit, aus meiner Beschäftigung bei der Post oder bei einer Anwaltskanzlei oder bei BASF oder sonst irgendwo reduzieren kann durch meine Verluste aus DeFi. Ja. Und zwar das Ganze möglicherweise sogar ohne tatsächliches wirtschaftliches Verlustrisiko. Also das nur sozusagen als kleine Preview, ja, und Teaser, ne, für die nächste Veranstaltung, die wir gemeinsam vorhaben. Und da können wir uns dann mal das Thema Steuern noch mal näher anschauen. Mhm. Gut, ich freue mich drauf. Ja, nicht nur du. Naja, wir freuen uns drauf. Sehr gut, perfekt. Dann war noch nicht zu sehen, ne? Aber hallo. Hey. Mensch, der Ralf ist plötzlich auch dabei. Okay, hallo Ralf. Ja, genau. Ralf kommt plötzlich zum Ende hin jetzt auch mit dazu. Ich sag mal, Falco, ich danke dir für deine Ausführung. Und ich freue mich dann auf unseren Podcast zu Krypto und Steuern. Mhm. Und vielleicht nochmal ein allgemeiner Hinweis, ist ja vielleicht schon wichtig, was ich hier mache, ist natürlich keine Investmentberatung. Ja. Das wäre schon, glaube ich, wichtig. Ja, jeder, der das gehört und gesehen hat, ja, sollte wissen, dass er sein eigenes Geld verzockt. Ja. Ob das stimmt oder nicht, was ich gesagt habe, muss sich jeder selbst noch überlegen. Ja, das ist weder Rechtsberatung noch Steuerberatung. Wenn man es genau wissen will, muss man seinen Rechts- oder Steuerberater um Hilfe fragen. Und das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ne? Was wir hier gemacht haben, ist das Bouncing von Ideen, von Dingen, die wir gesehen haben. Aber jedes einzelne Investment muss man sich separat ansehen. Blöde Frage. Muss man immer so einen Quatsch zum Schluss erzählen? Disclaimer muss man eigentlich am Anfang geben, Thor. Ja, ist eigentlich egal. Ich meine, eine Beratung ist, ich habe jemanden da und ich analysiere seine Situation und dann brauche ich. Du hast vollkommen recht, Thor. Absolut recht. Aber ich habe keine Lust, mit grauen Haare wachsen. Ja, ich habe aber keine Lust, mit grauen Haare wachsen zu lassen. Deswegen, irgendjemand verzockt sein Geld und fragt und sucht einen Dummen irgendwie, der ihm das Geld wiederholt. Ja. Und das soll dann meine Haftpflichtversicherung sein. Ja? Also da mache ich nicht mit. Ja? Deswegen ist es schon echt wichtig, dass wir das vorher nochmal da deutlich machen. Aber sag mal nochmal, ist es notwendig, das zu machen? Weil eine Beratung ist nochmal, sehe ich, dann gucke ich, was du hast und berate dich deinen Wünschen und deinen Verhältnissen. Das ist schon da, aber Zielen. Ich meine, in diesem Format sagst du ja manche Dinge auch ein bisschen prominent. Ja? Du sagst, dass man das Risiko aus einer Apple-Aktie total wegnimmt, dadurch, dass ich die Short gehe. Ja? So, einfach mal, um es plastisch zu machen. Und ich male den Graphen genau so, dass sich das miteinander irgendwie matcht. Und dann denkt einer, oh, wenn ich das mache, passiert mir nichts. So, ja, aber das stimmt natürlich nicht. Ja? Weil wenn man halt irgendwie das verpennt, liquidiert wird, dann bin ich halt long oder so, ne? Und solche Sachen. Ne? Deswegen muss man da schon drauf hinweisen. Ne? Aber ja, ich bin bei dir. Also ich halte es auch für fernliegend, dass es eine konkrete individualisierte Beratung ist. Aber der Anlegerschutzgedanke wird sehr groß geschrieben. Ne? Und die Rechtsprechung sagt gerade bei Beratern, komm, was wollt ihr eigentlich? Ich habe doch eine Haftpflichtversicherung und das arme Lieschen Müller hat keine. Und dann dafür zahlt er ja auch die Gebühren und die Versicherung. Und deswegen ist das in Ordnung, wenn wir euch irgendwo an Schlawittchen gehen. Und das ist tatsächlich so. Also als Berater bist du sehr schnell in der Haftung drin. Und deswegen muss man das schon sagen. Ja, ich bin schon bei dir, dass man über Risiken reden sollte. Ne? Das ist schon wichtig. Außerdem sind wir auch aggressiv auf einer gewissen Weise unterwegs. Denn ein BaFin findet das nicht zum Totlachen, was man hier so sieht. Ne? Obwohl man das Ganze legal machen kann und sollte, ist es aggressiv. Ne? Es ist aggressiv, ja? Weil wir uns mit einer neuen Technologie beschäftigen. Es ist halt einfach so. Wobei man aber, wenn ich BaFin höre, gehen bei mir immer die Alarmglocken an. Die BaFin hat weder Anlegerschutz noch Anbieterschutz im Auge. Die BaFin hat ein großes Ziel und das ist, die Leute zu verunsichern, den Markt zu beeinflussen, dass die Leute ihr Geld bei den Banken und Versicherungen lassen. Das ist das Ziel der BaFin.
whatever. Ja. Am Ende des Tages. Danke nochmal. Machen wir mal Schluss, machen wir hier mal einen Knopf dran. Danke nochmal fürs Kommen. Ja, sehr gern. Ja. Und wir freuen uns dann alle auf die nächste Veranstaltung und mal schauen, vielleicht gibt es dann noch ein paar mehr. Perfekt. Ich denke mal, Themen gibt es viele interessante. Genau, klasse. Dann also, jetzt erstmal einen schönen Abend noch und einen schönen Start in die Woche, Falco. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.